Hallo und willkommen beim Märchenkabinett. Heute hier beim Hexentor in der fränkischen Schweiz. Hier möchte ich euch ein Märchen aus Schweden erzählen. Die Prinzessin im Berge. Es lebte einmal ein armer Hirtenknabe bei einem sehr strengen Bauern. Der Knabe bekam eines Tages den Auftrag, ein Pferd im Wald zu weiden. Doch wie er es hinausgeführt hatte, da verlor er es. Der Bursche suchte das Pferd im ganzen Wald und fand es schließlich tot und zerrissen liegen. Da beschloss er, das Pferd zu vergraben. Doch wie er sich daran machte, das Tier zu verscharren, da kam ein Löwe herbei und bat ihn gar so freundlich, ihm doch ein Stück von dem toten Pferd als Speise zu lassen. Zur Belohnung, sagte der Löwe, sollte der Bursche die Fähigkeit erhalten, sich selbst in einen Löwen zu verwandeln, wann immer er es wünschte. Er musste nur sagen, Mensch, werde Löwe. Und schon sollte er ein Löwe werden. Ja, darauf ging der Bursche ein. Der Löwe fraß und ging wieder davon. Wie sich nun der Bursche anschickte, das Pferd ein zweites Mal zu vergraben, da kam ein Falke herbei und auch er bat darum, von dem Pferd essen zu dürfen. Zur Belohnung sollte der Bursche fortan befähigt sein, sich immer in einen Falken verwandeln zu können, wenn er es nur wünschte. Auch darauf ging der Bursche ein. Und sieh an, als nächstes kam eine Ameise herbei. Auch sie bat, von dem Pferd essen zu dürfen. Und dafür, dass der Bursche es ihr gewährte, erhielt er die Fähigkeit, sich immer in eine Ameise zu verwandeln, wenn er es wünschte. Und schließlich am Abend, da kam der Bursche nach Hause und der Bauer fragte, wo denn das Pferd sei. Der Bursche erzählte ihm, was sich zugetragen hatte. Und der Bauer wurde zornig. Doch da sprach der Bursche, Mensch, werde Löwe! Und stand sofort als fürchterlicher Löwe vor dem Bauern, der sofort Angst bekam und reißaus nahm. Nun meinte der Bursche, hier will ich nicht mehr bleiben. Er wurde ein Falke und flog davon. Er flog und flog, bis er zu einem Königsschloss kam. Doch da herrschte große Trauer. Er erfuhr, dass die einzige Tochter des Königs, die schöne Prinzessin, von einem riesenhaften Troll geraubt worden und in einen Berg verschleppt worden war. Zur Belohnung hatte der König demjenigen versprochen, der die Prinzessin retten würde, dass dieser sie heiraten dürfte. Das möchte ich gerne wagen, dachte sich der Bursche. Er wurde wieder ein Falke und flog bis zu dem besagten Berg. Dort verwandelte er sich in eine Ameise und suchte, bis er das Schlüsselloch des Berges fand und kroch hinein. Und da wanderte er tief in den Berg hinein, bis er dort einen großen unterirdischen Saal fand. Und dort saß die Prinzessin. Sie war so wunderschön und doch so traurig, dass es dem Burschen recht leid um sie tat. Und da verwandelte er sich wieder in einen Menschen. Und die Prinzessin erschrak, als er so plötzlich als Mensch vor ihr stand und fragte, was ihn denn hierher geführt hätte. Der Bursche sagte, dass er gekommen sei, um sie zu befreien. Doch da weinte die Prinzessin nur und sagte, sie könnte niemand retten. Denn er müsse wissen, sprach sie, diesen Berg könne nur das Ungeheuer öffnen, das sie entführt habe. Hier in dem Berg, sagte sie, hier leben nämlich drei Ungeheuer, eines fürchterlicher und größer als das andere. Aber im Kopf des größten Trolls, da nistet eine Taube. Und im Kopf dieser Taube liegen drei kleine, glatte Steine. Wenn man die auf den Gipfel des Berges legt, so springt er auf. Und dann könnte ich wohl gerettet werden. Der Bursche tröstete sie, sie sollte nicht verzagen, wurde wieder eine Ameise und kroch aus dem Berg hinaus. Und dann legte er sich auf dem Berg auf die Lauer. Und er musste lange warten. Doch dann hörte er lautes Trampeln und sah, wie ein zottiger Kopf neben dem Berg auftauchte. Das war der erste Troll. Und der Bursche wurde ein Löwe. Er stützte sich auf den Troll und zerriss ihn. Dann legte er sich wieder auf die Lauer. Er musste noch länger warten. Doch dann nahte schon der zweite Troll. Und der war noch größer und noch zottiger als der erste. Und wieder wurde der Bursche ein Löwe, stürzte sich auf ihn. Und sie rangen lange miteinander. Es war anstrengend, doch schließlich konnte er den Troll bezwingen. Doch als der dritte Troll nahte, da erbebte die Erde. Und dieses Ungeheuer war so groß und so hässlich,
dass es der Bursche mit der Angst zu tun bekam. Doch er nahm all seinen Mut zusammen. Er wurde wieder ein Löwe. Und er stürzte sich auch auf diesen Troll. Und sie kämpften so lange miteinander, dass der Bursche merkte, wie seine Kräfte zu schwinden begannen. Doch da entsann er sich wieder der Prinzessin. Und wie sehr er sich wünschte, sie befreien zu können. Das gab ihm neue Kraft. Und schließlich musste der Troll unter fürchterlichem Gebrüll sein Leben aushauchen. Nun wurde der Bursche wieder Mensch, nahm sein Messer und ganz vorsichtig schnitt er dem Ungeheuer den Kopf ab. Doch nicht vorsichtig genug. Die Taube war sehr schnell. Sie entschlüpfte ihm und flog davon. Der Bursche erschrak zuerst, doch dann wurde er ein Falke und setzte der Taube nach. Und sie flogen lange, sie flogen weit, über Land und schließlich über das Meer, bis die Taube müde wurde und sich auf einer Insel niederließ. Da stürzte der Falke herab, er schlug die Taube. Und in ihrem Kopf fand er die drei kleinen Steine, mit denen er sich sofort auf den Rückweg machte. Doch er war unvorsichtig. Und über dem Meer fielen sie ihm herunter und ins Wasser. Nun ließ sich der Bursche auf einer Insel nieder. Er wurde wieder Mensch und weinte, denn nun glaubte er, alles verloren. Und da saß er, tief traurig, bis er merkte, dass er hungrig wurde. Er beschloss, sich einen Fisch zu fangen, dass er zumindest etwas zu essen hätte. Er bastelte eine Angelrute, warf sie aus, fischte und zog einen großen Fisch an Land. Doch wie er den mit seinem Messer aufschnitt und begann, ihn auszunehmen, da fand er die drei Steine in dessen Bauch. Der Fisch hatte sie verschluckt und auf so wundersame Weise hatte der Bursche sie wieder gewonnen. Nun vergaß er vor Freude ganz das Essen. Er wurde wieder ein Falke und mit den Steinen im Schnabel flog er zu dem Berg zurück. Dort flog er hoch auf seinen Gipfel und auf denselben ließ er die Steine fallen. Und sofort spaltete sich der Berg unter lautem Getöse. Und aus den Trümmern konnte der Bursche die Prinzessin wohlbehalten erretten. Sie kehrten zu dem Königsschlosse zurück, wo nun große Freude herrschte. Der König gab dem Paar seinen Segen und der Bursche und die Prinzessin hielten nun glücklich Hochzeit miteinander.